und anhand eines Arztes ihn gefragt hat, was es auf sich hat mit der Kreuzigung. Und dieser Arzt das auch wirklich bestätigt hat und gesagt hat, ja, Jesus Christus wurde, bei der Kreuzigung ist er gestorben. Er ist wahrhaftig gekreuzigt worden. Und das sehen wir daran, dass der Söldner die Lanze in die Seite des Herrn Jesus Christus stach und dort Blut und Wasser austritt. Und das ist ein Zeichen für eine peridiale, wie heißt das nochmal? Warte, ich zeige euch das mal. Perikardiale, einen Moment. Wir hören uns das mal zusammen an. Er ist also erstickt. Perikardiale Flüssigkeit, genau. Das tritt ein, wenn der Mensch erstickt. Genau, Kreuzigung. Because he never died. Und weshalb die Augenzeugen Jesus nach Golgatha sehen konnten, ist, weil er am Kreuz nicht gestorben ist. Und wenn er nicht gestorben ist, dann gibt es auch keine Auferstehung. Richtig? Also entweder schafft es Jesus allein oder jemand anderes holt ihn vom Kreuz. Oder er täuscht seinen Tod vor, darauf kommt es nicht an. Er stellt jeden Aspekt der Auferstehung in Frage. Die Ohnmachttheorie. Ja, er wurde bewusstlos, starb aber nicht. Es gibt eine lange Reihe von Skeptikern mit dieser Ansicht schon vor ihm. Einschließlich einer Milliarde Muslime. Einschließlich einer Milliarde Muslime. Jesus am Kreuz starb, so steht es im Koran. Bei allem Respekt vor dem Islam. Aber der Koran wurde 600 Jahre nach Christus geschrieben. Wissen Sie, ich mag historische Quellen, die ein bisschen Der Islam kam 600 Jahre. Also wir möchten etwas frühere Quellen haben, um zu gucken, ob Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden ist oder nicht. Das ist ein Desaster mit dem Islam. Ein Riesendesaster. Hört mal weiter. Aber Sie räumen ein, dass es möglich ist. Mr. Strobel, ich bin Mediziner und Wissenschaftler. Ich habe in meinem Leben viele denkwürdige Dinge gesehen. Aber diese Ohnmachttheorie, mit Verlaub, ist Quatsch. Quatsch. Ist das Ihre medizinische Meinung? Ist es tatsächlich die Ohnmachttheorie? Ja, einige Muslime kommen ja auf den Gedanken, um zu sagen, ja, Jesus Christus wurde da gekreuzigt, aber er war in Ohnmacht. Er ist nicht gestorben. Er ist dann dem Tod entkommen, weil die dachten, der wäre tot und dann ist er einfach abgehauen. Aber das wird auch von Ärzten widerlegt. Pass mal auf. Weil der Herr Jesus Christus bei der Auspeitschung mit diesem Ochsenziemer von den Römern so drangsaliert wurde, dass er schon fast bei dieser, bei dem Kreuzesweg und bei der Auspeitschung, bei der Geißelung fast sein Leben verloren hat. Das war also kurz davor zu sterben, weil so viel Blut aus ihm rauskam. Guck mal hier. Wir vergessen immer, dass Jesus vor der Kreuzigung gegeißelt wurde. Ausgepeitscht worden ist. Wissen Sie, was bei einer römischen Auspeitschung passiert? Ja, die Person wird geschlagen mit einer Peitsche. Nein, nicht geschlagen. Gegeißelt. Gequält und gegeißelt. Sehen Sie, der Ochsenziemer ist mit Metallbällen und Knochenstücken besetzt. Dieser Ochsenziemer ist mit Metallstücken besetzt. Das heißt, an jedem Striemen ist am Ende auch so ein Haken dran. Das heißt, wenn du einmal draufhaust und dann das sich in dein Fleisch einbohrt, du auch das Fleisch so abreißen kannst. So krass wurde der Herr ausgepeitscht. Was meinst du, was er auf sich genommen hat für uns? Unglaublich. Das Fleisch auf Jesus Rücken war geschreddert. Geschreddert. Die Muskeln und die Nerven, die Blutgefäße lagen offen. Jesus geriet nur durch das Auspeitschen allein in eine kritische Situation. Nur durch das Auspeitschen geriet er in einer ganz kritischen Situation. Seht ihr? Er hatte massiven Blutverlust, weswegen er auch unter dem Gewicht des Kreuzes kollabierte, das er selbst tragen musste. Ja, okay, aber ist es möglich, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat? Ja, man könnte es überleben bis jetzt. Ist es ein Kinderspiel verglichen mit dem, was da noch kommt? Ein langsamer, qualvoller Tod durch Ersticken. Kommen Sie. Die schweren Verletzungen auf Jesus Brust ließen seine Lungen kollabieren. Um ausatmen zu können, musste er mit seinen festgenagelten Händen und Füßen seinen Brustkorb hochschieben, wobei sein offenes Fleisch im Rücken an das Holz des Kreuzes schabte. Dann sackte er zurück und versuchte, noch einen Atemzug zu nehmen. Und das musste er immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder tun. Und dann war er so erschöpft,
dass er es nicht mehr tun konnte. Ja, und ganz unausweichlich stirbt er in der Theorie. Aber wir erinnern uns, diese Soldaten, das sind keine Ärzte. Also Achtung. Vielleicht nahmen sie ihn vom Kreuz ab und dachten, er wäre tot. Und er war es nicht. Natürlich waren das keine Ärzte. Das waren Berufsmörder und die waren alle sehr gut in ihrem Job. Das wussten sie auch. Wenn ein Gefangener geflohen war, dann wurden sie selbst hingerichtet. Mr. Strobel, die Kreuzigung Jesu ist eins der bestbezeugten Ereignisse der Antike. Aha. Die Kreuzigung ist einer der bestbezeugtesten Geschichten aus der Antike. Kein Muslim oder irgendwer gibt's irgendeinen, der daran rumrütteln kann. Das war's. Allah ist somit in seinem Koran, in Sure 4, 157, sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, es erschien nur vielmehr so. Der größte Magier, den es überhaupt gibt, ein Teufel, der uns wegholen will vom Kreuzesweg des Herrn Jesus Christus. Weil in Jesaja 43 handelt es sich nicht um ein Volk, denn ein Volk kann ja niemals die Sünden eines anderen auf sich nehmen, sondern um den Messias selber. Den Herrn Jesus Christus. Und wir lesen zusammen Jesaja 53. Damit das jeder für sich selber auch nochmal lesen kann. Und die Rabbiner sind auch alle damit einverstanden, dass es dann um den Messias geht. Guckt euch das bitte an. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen. Seit wann kann denn ein Volk Krankheiten tragen, Mann? Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ein Volk kann Schmerzen auf sich laden. Es handelt sich hier um den Messias eindeutig. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wer wurde durchbohrt? Zacharia 12,10. Und Jahwe spricht, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Gott selber spricht und kündigt sich an. Die Muslime schweben in allergrößter Gefahr und das ist das große Problem. Sie betrügen und belügen sich selber und ernähren sich von geisteskranken Leuten, die versuchen, das Ganze zu verdrehen, um die Kreuzigung als eine Lüge darzustellen, diese Geschichte. Obwohl Historiker das beweisen. Das ist Quatsch. Du kannst doch nicht einfach historische Fakten außer Acht lassen. Das entbehrt doch jeder Grundlage. Das ist doch Quatsch sowas. Also hat man sich bewusst entschieden zu lügen und zu betrügen, damit man weiterhin in der Lüge drinnen bleibt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Wunden eines Volkes sind wir geheilt. Da sagt er, das ist Israel. Wer kann so ein Kamelurin-Fetischist noch ernst nehmen? Wer kann so ein Kamelurin-Fetischist noch ernst nehmen? Vielleicht tut er auch die Zunge wie sein Vorbild in den Münder von Kleinkindern. Weiß man ja nicht. Also wenn sein Vorbild das getan hat, will er das auch machen. Sonst warum soll man im Islam drinnen bleiben? Also ich kann so ein Vorbild nicht folgen. Vielleicht küsst er auch den kleinen Penis von einem Kleinkind. Weil wer will sowas denn schon haben, so ein Vorbild? Sag mir mal bitte. Ne, man muss doch ein bisschen Moral und Ethik haben und aus dieser Religion rauskommen und sagen, nee, so ein Vorbild will ich nicht haben. Pass auf. Durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Der Herr warf alle Schuld auf ein Volk namens Israel. Oder auf den Messias, Jesus Christus selbst. Was willst du da mit diesen Leuten diskutieren? Diese Leute haben ja gar keine Ahnung von nichts. Der ist ein Legastheniker, kann nicht mal richtig Deutsch, nicht mal einen vernünftigen Satz kann er gerade ausreden. Man versteht nicht ein bisschen, was der sagt. Sobald er schnell spricht, verstehst du überhaupt gar nicht so, was der sagt. Und jeder zweite Satz Knockout. Ist das also jemand, mit dem man debattiert? Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wer ist das Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wurde?
Mami, du bist Knockout. Okay, wenn du das sagst, dann ist das so. Das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Ja? Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Wer ist der Einzige, der ohne Sünde war? Der Messias, Jesus Christus. Wer von euch kann mich auch nur einer Sünde bezichtigen? Als der Herr zu den Pharisäern das sagte. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Last sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele Gerechte machen und ihre Sünden wird er tragen. Wie kann ein Volk, wenn das nach Taurins Interpretation heißt, dass er sagt, dass das Israel wäre. Wie kann denn ein Volk die Sünden der Menschen nehmen? Sag mal, tickt ihr noch richtig, so einem Wahnsinnigen zuzuhören? Das Kamelurin, eindeutig. Es kann für mich nur sein, dass er zu viel Kamelurin getrunken hat. Es ist too much camel urine, my beloved one. Er ist eindeutig ein Kamelurin-Fetischist. Er bestellt sich in Dosen und Literweise bestellt er sich Kamelurin aus Saudi-Arabien. Vollgepinkelte Dosen. Anders kann ich es mir nicht erklären, Leute. Wie kann das sein? Unfassbar. Unglaublich. Und wer hat die Kreuzigung sich als wahrhaftiger Doktor mal angeschaut, der auch wirklich ein echter Doktor ist, nicht wie Dr. John hat es bestätigt? Nein, Dr. C. Truman Davis, er hat wirklich die Kreuzigung analysiert. Das kann jeder von euch nachschlagen. Dr. C. Truman, gebt nur diesen Namen ein. Dr. C. Truman. Dann werdet ihr sehen, wie er eindeutig belegt, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Da kann kein Muslim daherkommen und sagen, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt. Ihr habt Kamelurin getrunken, das ist euer Problem. Ihr lebt in Illusion. Ihr folgt einem verhexten Propheten, der euch diesen Quatsch reingeballert hat. Und daher werdet ihr auch an dem schlimmsten Ort gehen, den ihr überhaupt euch niemals vorstellen könnt, was für ein brutaler Ort das ist. Für eure elenden Lügen, ganz genau wie damals, als Ahmad Dedat gesprochen hat. Wenn ich doch lüge, dann soll doch Gott meinen Mund für immer schließen. Wie heißt der Dr. C. Truman? Genau so heißt er. Antonio Saraccio hat es hier geschrieben. Dr. C. Truman, gebt das alle ein. Ihr könnt das selber für euch nachkontrollieren. Ihr werdet mir alle recht geben. Alle Muslime, die ein aufrichtiges Herz besitzen, werden diesen Namen eingeben und dann werden die sehen, dass dieser Doktor wahrhaftig existiert. Nicht wie dieser Doktor, den der Liebe zu Magida erwähnt hat. Liebe zum Transit. Das hat sogar Dr. John bestätigt. Was für Dr. John? Wer ist Dr. John, Mann? Hier habe ich dir einen echten Doktor gegeben, der wirklich existiert und der das Ganze sich mal angeschaut hat. Dr. C. Truman. Alter, über was redet der? It's too high for you, eh? Ja, wegen too much camel urine. Lasst euch nicht veräppeln von diesen Leuten. Die sind ihr im Untergang geweiht. Dr. John J. Rambo, genau, das ist der. Unglaublich, unglaublich, was hier abgeht. Lass mich euch noch mehr Beweise bringen. Guck mal hier. Beweise aus der Bibel, dass Jesus Christus gekreuzigt ist. Achtung!
Pass mal auf. Matthäus 16, 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, dass er nach Jerusalem gehen und viel von den ältesten Hohepriestern und Gesetzeslehrern erleiden müsse und dass er getötet werden müsse und so weiter am dritten Tag zum Leben erweckt werden. Lukas 18, 31. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte ihnen, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und alles, was von den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht, wird erfüllt werden. Er wird den Heiden ausgeliefert werden. Sie werden ihn verspotten, beleidigen, anspucken, auspeitschen und töten. Am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Johannes 12, Vers 30. Diese Stimme war zu euren Nutzen, nicht zu meinen. Jetzt ist die Zeit des Urteils über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt vertrieben. Aber ich, wenn ich von der Erde erhöht werde, werden alle Menschen zu mir ziehen. Er sagte dies, um zu zeigen, welche Art von Tod er sterben würde. Pass mal auf. Jesus geht freiwillig ans Kreuz. Pass mal auf, Matthäus 26, 53. Glaubst du nicht, ich kann meinem Vater nicht anrufen und er wird mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Verfügung stellen? Wie aber würden sich dann die Schriften erfüllen, die sagen, dass es auf diese Weise geschehen muss? Seht ihr? Wenn der Herr wollte, hätte der dem Vater gesagt, schick mir mal 12 Legionen von Engeln, die das Ganze dann aufhalten. Aber er hat gesagt, nein, das muss geschehen. Pass auf, Matthäus 26, Vers 39. Mein Vater, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch von mir genommen werden. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Johannes 10, 18. Niemand nimmt es, mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig ab. Ich habe die Macht, es zu geben und es wieder zu nehmen. Diesen Befehl habe ich von meinem Vater erhalten. Siehst du, Jesus Christus sagt selber mit seinem Mund, ich werde ans Kreuz gehen, werde mein Leben lassen und werde es auch wieder nehmen. Matthäus 27, 32. Als sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider durch das Los auf. Vers 50. Und als Jesus erneut mit lauter Stimme schrie, gab er seinen Geist auf. Lukas 23, 26 bis 46. Als sie an den Ort kamen, der Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn dort zusammen mit den Verbrechern. Einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Vers 46. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als er dies gesagt hatte, tat er seinen letzten Atemzug. Johannes, ein Augenzeuge, Johannes, der Apostel Johannes. Johannes 19, Vers 70, 17 bis 30. Hier kreuzigten sie ihn und mit ihm die zwei anderen. Einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Vers 30. Als Jesus das Getränk erhalten hatte, sagte er, es ist vollbracht. Damit senkte er seinen Kopf und gab seinen Geist auf. Jesus Christus ist gestorben. Laut unserer Schrift und jetzt gleich kommt außerbiblische Quellen. Biblische Zeugen der Kreuzigung und des Todes Jesu, Matthäus 27, 54 bis 56. Als der Hauptmann und die bei ihm, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles, was geschehen war, sahen, erschraken sie und riefen, er war doch der Sohn Gottes. Viele Frauen sahen aus der Ferne zu. Unter ihnen waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Joses. Und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Johannes 19, 26. Als Jesus dort seine Mutter und den Jünger, den er liebte, in der Nähe stehen sah, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, hier ist dein Sohn. Und zu dem Jünger, hier ist deine Mutter. Stellt euch das mal vor, wenn deine Mutter dich sieht da am Kreuz, wie du gerade am Sterben bist, auf einmal Jahrzehnte jemand anderes kommt und zu deiner Mutter sagt, das war gar nicht dein Sohn, das war nur jemand, der ihm ähnlich aussah. Was meinst du, wie diese Mutter reagieren würde? Meinst du nicht, die würde sagen, entschuldige mal bitte, ich kenne jeden Winkel des Gesichtes von meinem Kind. Ich kenne den Körper, den Winkel, die Winkelzüge, seine Mimik, seine Gestik. Willst du mich auf den Arm nehmen? Willst du mir etwas sagen, dass Gott mich betrogen hat und mich hat sehen lassen, dass mein Sohn da hängt? Also ist dein Gott der größte Teufel? Das Zeugnis über die Kreuzigung nach seiner Himmelfahrt. Petrus spricht zur Menge im jüdischen Tempel. Apostelgeschichte 2, 23. Dieser Mann wurde euch durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung ausgeliefert. Und ihr habt ihn mit Hilfe böser Männer getötet, indem ihr ihn ans Kreuz nagelt.
Paulus spricht. Apostelgeschichte 13, Vers 29. Als sie alles getan hatten, was über ihn geschrieben stand, nehmen sie ihn vom Baum und legten ihn ins Grab. Dann sagen die, aber Paulus war niemals ein Augenzeuge. Wie können wir ihm vertrauen? Ja, war Mohammed ein Augenzeuge, der uns über Jesus Christus etwas berichtet? Und ihr glaubt ihm trotzdem? Seid ihr des Wahnsinns, Mann? Wie verrückt muss man nur sein? Ihr habt den Knall nicht gehört, Mann. Da müssen wir ja Mohammed auch als verlässliche Quelle ja ablehnen, weil er niemals ein Augenzeuge war und der will uns etwas über Jesus berichten. Da gehe ich doch lieber zu Johannes und schaue nach, weil er mit ihm gegessen hat, gesessen hat, mit ihm rumgelaufen ist. Ein echter Augenzeuge, Johannes. Andere historische Referenzen, pass auf. Der Talmud, Sanhedrin 43a, am Vorabend des Passafestes wurde Jesus gehängt oder gekreuzigt. Da nicht zu seinen Gunsten vorgebracht wurde, wurde er am Vorabend des Passafestes gehängt. Außerbiblische Beweise. Willst du jetzt auch dem Talmud widersprechen? Das ist krank. Mit was habe ich es hier zu tun? Mit was habe ich es hier zu tun? Es ist einfach nur beschämend, beschämend. Pass mal auf. Der Amor, Ulla war ein Schüler von Johannan und lebte am Ende des 3. Jahrhunderts in Palästina. Fügte hinzu und glauben Sie, dass es für Jeschua von Nazareth, Jesus, ein Recht auf Berufung gab? Er war ein Betrüger und der Barmherzige hat gesagt, du sollst ihn nicht verschonen, noch sollst du ihn verbergen. Anders verhält es sich mit Jeschu, denn er stand der Staatsgewalt nahe. Jetzt pass mal auf. Beweise aus den römischen Quellen. Cornelius Tacitus in seinen Annalen 44. Christus wurde durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Lucian von Samosata. Christus war der Mann, der in Palästina gekreuzigt wurde. Das ist Wahnsinn. Was wollt ihr noch? Da hört ihr so ein Taurin zu. Ihr seid selber für euch verantwortlich. Jeder für sich selber. Und nicht für euch denken lassen, was diese Leute da sagen. Der glaubt einfach Mohammed, der niemals ein Augenzeuge war, der niemals Mohammed gesehen hat. Nix. Was ist das? Und dann sagen die, ja, wie kannst du denn Paulus glauben? Paulus erzählt doch bestimmt Quatsch. Ja, würdest du das genauso bei deinem Propheten sagen? Mohammed hat Jesus Christus niemals gesehen und erzählt dir etwas über Jesus und das ist auf einmal für dich okay? Wie heuchlerisch seid ihr, Mann? Wie heuchlerisch seid ihr? Größte Heuchlerbande, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Mit vollster Überzeugung sage ich das. Mit vollster Überzeugung. Genau, in Paulus 13 steht das. Und wir haben es hier mit professionellen Historikern zu tun, wie Tacitus und Lucian von Samosata. Sogar Gott sagte zu den Heuchlern. Ja, genau. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht euch zur Schau stellen, wie die Heuchler es machen, die an den Synagogen und an den Ecken, Straßenecken stehen, um von den ganzen Leuten gesehen zu werden. Ja, so sieht's aus. Achtung, ich zitiere. Jesus hätte die Kreuzigung nie überleben können. Die Römer achteten sehr darauf, diese Möglichkeit auszuschließen. Das römische Gesetz sah die Todesstrafe für jeden vor, der eine Hinrichtung verfuschte. Seht ihr, die römischen Söldner hatten übertrieben Angst, etwas nicht korrekt auszuführen. Das heißt, wenn sie jemanden nicht präzise und perfekt umgebracht haben und den Tod auch festgestellt hätten, wären sie selber getötet worden nach dem Gesetz der Römer. Also ist da auch der Weg zu. Pass mal auf. Die Tatsache, dass der römische Soldat Jesus nicht die Beine brach, um den Tod zu beschleunigen, deutet darauf hin, dass er bereits gestorben war. Die Beine der anderen beiden Gefangenen waren gebrochen, um zu atmen. Während man am Kreuz hing, musste man sich mit dem Rücken hochdrücken. Beine, sonst würde man ersticken. Deshalb wurden den Gekreuzigten oft die Beine gebrochen, um zu verhindern, dass sich der Gekreuzigte zum Atmen aufrichtete.
aufrichtete. Offensichtlich hörte Jesus vor Erschöpfung auf zu atmen und starb, bevor die Soldaten ihm die Beine brachen mussten. Wenn Jesus nicht tot wäre, wäre es offensichtlich gewesen, weil er sich zum Atmen am Kreuz auf und ab bewegt hätte. Die römischen Henker waren Experten, sie ließen sich nicht täuschen. Einige Leute haben behauptet, dass die römischen Wachen in Wirklichkeit versuchten, Jesus das Leben zu retten, indem sie ihm nicht die Beine brachen. Warum sollten die römischen Wachen versuchen, jemanden zu retten, der als Bedrohung für das Reich angesehen wurde? Darüber hinaus setzten die römischen Wachen ihr eigenes Leben aufs Spiel, indem sie den Tod Jesu Christi nicht versicherten. Das ergibt da gar keinen Sinn. Jesus starb an vielen verschiedenen Problemen. Eines davon war die eigentliche Kreuzigung. Doch vor der Kreuzigung wurde Jesus geschlagen, ausgepeitscht. Er war so erschöpft, wie ich euch das gerade eben erklärt habe, dass ein anderer Mann sein Kreuz tragen musste. Pass mal auf. Um die Auspeitschung näher zu erläutern, entkleideten die Römer einer Person bis zur Hüfte und fesselten sie im Hof. Dann nahmen sie eine Peitsche mit einem Griff von etwa 1,5 Fußlänge. Am Ende des Griffes befanden sich 4 Lederriemen mit schweren, gezackten Knochen. Dieser Knochenziemer, Ochsenziemer oder Bleikugeln mit gezackten Kanten, die in das Ende der Riemen eingewickelt waren. Es gab mindestens 5 Riemen unterschiedlicher Länge. Die Römer führten die Peitsche über den Rücken des Individuums und alle Blei- und Knochenkugeln trafen gleichzeitig den Körper. Die Juden ließen nur 40 Peitschenhiebe zu, also machten sie nie mehr als 39, damit sie nicht gegen das Gesetz verstießen, wenn sie sich verzählten. Die Römer waren jedoch ungehindert. Sie konnten so oft zuschlagen, wie sie wollten. Als die Römer also einen Juden auspeitschten, versetzten sie aus Groll gegen die Juden 41 oder mehrere Peitschenhiebe. Jesus hatte also mindestens 41 Peitschenhiebe erlitten. Wisst ihr, was das ist? Jeder einzelne Schlag war für unsere Schuld. Das hat der wahrhaftige Gott aus Liebe getan. Was hat dein Allah getan? Was hat dein Allah getan für dich? Nichts. Er nimmt dir sogar noch deine Ewigkeit. Er lügt und betrügt dich und sagt, nein, mein lieber Muslim, geh und bezahl selber. Du brauchst nicht zu glauben, dass Jesus Christus sich für dich hingegeben hat, aus Liebe heraus. Nein, glaub das nicht. Auch wenn die Historiker das beweisen, auch wenn es zu viele erdrückende Beweise gibt, glaub mir lieber. Ich kam 600 Jahre später und du hast an mich zu glauben. Sei nicht dumm. Es gibt mehrere medizinische Autoritäten, die Untersuchungen zur Kreuzigung durchgeführt haben. Einer ist Dr. C. Truman Davis im Bundesstaat Arizona. Er existiert wirklich. Er ist ein Arzt, der die Kreuzigung aus medizinischer Sicht sorgfältig untersucht hat. Hier gibt er die Wirkung der römischen Auspeitschung wieder. Jetzt Achtung, die schwere Peitsche wird mit voller Wucht und immer wieder auf die Schultern, den Rücken und die Beine einer Person niedergeschlagen. Zuerst schnitten die schweren Riemen nur durch die Haut, dann als die Schläge gehen weiter. Sie schneiden tiefer in das Unterhautgewebe ein, wodurch zunächst Blut aus den Kapillaren und Venen der Haut austritt und schließlich arterielle Blutungen aus Gefäßen in den darunterliegenden Muskeln herausspritzten. Die kleinen Bleikügelchen erzeugen zunächst große, tiefe Blutergüsse, was die anderen weit aufschnitten. Schließlich hängt die Haut des Rückens in langen Bändern und der gesamte Bereich ist eine nicht erkennbare Masse zerrissenen, blutenden Gewebes. Viele Menschen würden allein durch die Auspeitschung sterben. Nachdem Jesus ausgepeitscht worden war, brachten sie ihn zum Hinrichtungsplatz und trieben ihm Stacheln in die Handgelenke und Füße. Es heißt, dass sie am späten Freitagnachmittag den beiden Dieben, die mit Jesus hingen, die Beine gebrochen haben. Aber sie haben ihn nicht die Beine gebrochen, er war am Kreuz und sie hatten bereits seinen Tod anerkannt. Nun haben die römischen Henker Jesus aufgespießt. Mit dieser Methode überprüft ein Henker, ob ein totes Opfer tatsächlich tot war. Wenn, wie im Fall Jesu, Blut und Herzbeutelflüssigkeit austreten, war das ein Zeichen des Todes und es war nicht nötig, die Beine zu brechen, um den Tod zu beschleunigen.
damit das Kreuz für das nächste Opfer wieder verwendet werden konnte. Augenzeugenberichten zufolge kamen Blut und Wasser getrennt heraus. Ein Hinweis darauf, dass Jesus bereits tot war. Das war's. Vernichtung für den Islam und Jesus Christus bleibt Sieger. Das war's. Knockout. Das war richtiger Knockout. Von einem Arzt. Und jetzt geh und widersprich mal einem Arzt. Historiker, Ärzte, alle sagen das Gleiche. Aber nein, ein Kamelurin-Fetischisten sagen, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Wer glaubt euch euren Müll? Wer glaubt euren Müll, Mann? Unfassbar, ne? Wer glaubt diesen Müll? Wer glaubt diesen Müll, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde? Wir haben sogar das berühmte Interview von Mohammed Hijab. Da sagt der Mohammed Hijab zu Bart Ehrmann, dem größten Bibelkritiker unserer Zeit, sagt er, du hast doch gesagt, dass deine Ansichten eher zum Islam passen mit der Kreuzigung und so. Nee, das habe ich niemals gesagt. Also das stimmt gar nicht, weil die Kreuzigung ist eindeutig bestätigt worden, da kannst du nicht dran rumrütteln. Und der Mohammed Hijab am Verzweifeln beißt sich so auf die Lippen so, das ist aber keine gute Antwort, die du mir da gibst. Warte, wir hören uns das zusammen an. Ihr geht kaputt. Warte bitte. Ihr geht sowas von kaputt. Das ist hilarious. Da hat er sich gedacht, hole ich mal den Bart Ehrmann. Bart Ehrmann zur Debatte. Und dann hat Bart Ehrmann einfach den Islam ruiniert. Guck mal her. What does it mean to be unreliable? Muslims believe in Jesus Christ. There's a lot of interest, I think, from the Muslim community. And many Muslims feel that your conclusions, your historical conclusions of who Jesus Christ is. Also viele Muslime glauben, dass du, Bart Ehrmann, bei deinen historischen Ausarbeitungen eher die Meinung vertrittst wie die der Muslime, dass Jesus Christus niemals gekreuzigt wurde. Guck mal her. Deine Ansichten über der Bibel und Jesus Christus passt mehr mit den muslimischen Ansichten überein. Da sagt er was? Than it is with the Christian one. I wouldn't say that they line up well with the Muslim view. Ich würde nicht sagen, dass es mit den muslimischen Ansichten übereinstimmt. Guck mal hier. Gott sei Dank kann ich wenigstens noch ein bisschen Englisch, um mir richtige Gelehrte mal anzuhören, was sie zu dem Thema sagen. Jesus was crucified and then he really wasn't dead and buried. Er sagt, ja, ich glaube, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist und begraben wurde. Er ist gestorben am Kreuz. Interesting whether Jesus was the son of God, because I don't think there's a God. And so my understanding is that your conclusion is that Jesus Christ was a messianic prophet. I think he thought that he was a son of God in the sense. Also er denkt, dass der Herr Jesus Christus eindeutig gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. So he was specially chosen by God. Er wurde speziell ausgewählt von Gott. Jesus really did think he was going to be the Messiah, the future king of Israel. I mean, that is after all why they crucified him. Und das ist es, warum sie ihn auch gekreuzigt haben. Ist das zu fassen? Wie der Bart Ehrmann in unter 5 Minuten mit einem Interview mit Mohammed Hijab den kompletten Islam ruiniert hat? Versteht ihr jetzt, warum ich nur Gelächter übrig habe für Taurin, Hansi und diese ganzen Dauerteams? Wisst ihr, wie die uns eigentlich leid tun müssten? Wisst ihr, wie sie uns eigentlich leid tun müssten? I think that's historically right. That's historically right. Habt ihr das gerade gehört? Das ist historisch bewiesen. Das ist historisch richtig. Dass er gekreuzigt worden ist, dass er gestorben ist, dass er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Und nicht, dass er sagt, ich bin ein Prophet Allahs und betet Allah an. Mohammed hat euch alle in die Irre geführt. Ihr seid eures Glückes Schmied. Jeder von euch, jeder einzelne von euch. Ihr habt die Möglichkeit, hier in Deutschland, in einem freien Land, euch hinzusetzen und dem Ganzen nachzugehen und euch nicht täuschen lassen von diesen Täuschern und Lügnern und Betrügern, die ihr am Ende geweiht sind. I think that all of these gospel authors, I think all of them think that in some sense Jesus is God. Ich glaube, also er sagt, er Bart Ehrmann, der größte Bibelkritiker, sagt, jeder von den einzelnen Evangelien spricht von der Weise, dass Jesus Christus Gott ist.
Bible cannot have any mistakes in it. If you've shown a mistake, also die Bibel kann keinen Fehler haben, wenn du einen Fehler zeigst. You just refuse to admit it's a mistake. You think either it can be reconciled in some way, or that there's something we just don't understand about it, or you know we have and einfach den Islam ruiniert. Mentioned if this book was from other than God, they would have found in it. Jetzt kommt der Mohammed Hijab mit seinem dämischen Argument in Sure 482. Wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, würdet ihr wahrlich viel Widerspruch finden. Guck, was der jetzt antwortet, der Bart Ehrmann. Any contradictions. If a book is without contradictions, that has no bearing on whether it comes from God or not. Wenn es also ein Buch gibt, das keine, sagen wir schnell, Contradiction hat, keine Widersprüche, dann kannst du nicht sagen, dass es einfach von Gott wäre. Es gibt auch Telefonbücher, die haben keine Widersprüche. Sind sie jetzt das inspirierte Wort Gottes oder was? I've had phone books that are inerrant, but I certainly don't think God gave them. Ich hab Telefonbücher. Meinst du, dass Gott sie mir gegeben hat oder was? Sie haben auch keine Widersprüche. No, that is my view. It's a necessary condition for a book from God not to have contradictions. That's an assumption about what kind of book God could write. I know this is an important argument that apologists use for Islam. As somebody who is not either Christian or Muslim, it doesn't make sense to me for humans to say what God has to do. If God wants to make a revelation, it has to be this, this, or that. You're talking about somebody who's beyond your imagination. Well, there has to be something within revelation which distinguishes it from human speech so as to act as an evidence. Yes, I know that. I know that's your argument. I'm saying, who says it has to be? You are. Wer sagt, dass das so ist? Du sagst, dass das so ist. Aber die Beweise und die historischen Fakten sprechen eine andere Sprache. Versteht ihr, was hier abgeht? Exactly. If it's not, then anyone can claim prophecy or prophethood, right? Well, the Christians say that's what Muslims are doing. They're just claiming things for themselves. Ja, genau. Die Muslime behaupten einfach irgendwas, obwohl die Christen Beweise bringen. In the past, prophets came with kind of visual miracles. The final prophet, who we believe Prophet Muhammad, he came with something that can be analyzable in our times. If it's analyzable in a sense that you can distinguish it from human speech, and so this would be the argument that we would put forward. Yeah, no, I know, and I don't buy it. Suppose he did not call himself God. That would not mean he's not God. I don't call myself a pain in the neck. But does he mean I'm not a pain in the neck? Das ist einfach nur beschämend. And I don't buy it. Warum redet der Bart Ehrmann nie über den Islam? Habt ihr euch das mal gefragt? Er könnte ja auch den Islam auseinandernehmen. Pass auf. Bart Ehrmann, Islam. Bart Ehrmann, Islam. Someone's asked, how about a new book? How about working on the Quran? Die lachen alle. Stop valuing my life, that's what I'll do. Also sie haben ihn eine Frage gestellt, so Muslime haben gesagt, was ist denn mit dem Koran? Okay, du lehnst die Bibel ab. Warum redest du, oder beziehungsweise irgendjemand hat eine Frage gestellt. Okay, du hast jetzt über die Bibel so viel gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Koran? Da sagte der eiskalt vor den ganzen Leuten. Yes, when I stop valuing my life, that's what I'll do. wenn ich also nicht mehr an meinem Leben hänge, dann beschäftige ich mich mit dem Islam. Weil er weiß, dass das, was er dann über den Islam herausfindet und dann den Leuten präsentiert, sein Leben in Gefahr ist. Die Muslime werden dich dann dementsprechend Nackentherapie machen. Das ist das Einzige. Sie versetzen andere Leute in Angst, die gewisse Intelligenz besitzen, Beweise bringen, nur mit Gewalt setzen ihre Ziele durch. Das, was ihr gerade seht, ist einfach nur eine Täuschung. Die Muslime sind getäuscht von ihrer eigenen Religion und versuchen auch andere Menschen zu täuschen, weil Dauer ist nichts anderes als Täuschen. Und ihr Gott erlaubt ihnen das auch noch in Sure 3, Vers 28. Durch die Ausleger auch. Das ist überhaupt gar kein Thema. Solange es dem Islam dient, ist alles erlaubt, um Nicht-Muslime in den Islam reinzuholen. Ja. Und ich bitte euch, keiner von uns ist ein Experte. Deswegen gab es zwei Experten, die sich getroffen haben in einem Stadion von 5000 Menschen
Und sie haben darüber diskutiert und debattiert. Das ist einmal der Josh McDowell gegen Ahmad Dedat. Das ist der Scheich der Muslime und unser christlicher Bruder, beziehungsweise der auch einen Doktortitel besitzt. Und sie haben miteinander debattiert in 2 Stunden. Und der Josh McDowell ist auf alle Punkte eingegangen. Hat sowohl vom historischen Perspektive, biblische Perspektive, außerbiblische Perspektive eindeutig bewiesen, dass Jesus Christus auf der Anordnung Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Und wir haben den Fakt. Das ist die bestbezeugteste Geschichte der Antike. Das war's. Ende aus, keine Diskussion mehr. Nur die Debatte gucken und dann alle Münder sind geschlossen. Alle. Und Jesus Christus spricht das selber auch in Offenbarung 1,18. Siehe, ich bin das Alpha und das Omega. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. So ist das. Wie heißt das Video? Was Jesus Christ crucified? So heißt das. So heißt die Debatte. Boah, ist das warm. Ich bin mir hier die Seele aus dem Leib am Brüllen. Ne? Ja, ich muss manchmal so emotional sein, damit die meisten aufwachen aus ihrem Tiefschlaf. Das ist das. Wo ist Dr. John, wenn man ihn braucht? Ja, wo ist denn Dr. John? Der ist bei Liebe zur Magie. Dr. John hat es auch bestätigt. Welche Debatte? Was Jesus Christ crucified heißt das? Ahmad Dedat gegen Josh McDowell. Ahmad Dedat gegen Josh McDowell. Was Jesus Christ crucified? Wir halten alle den Mund und lassen 2 Experten reden. Sowohl von der Seite der Muslime als auch von unserer Seite. Weil das sind ja Gelehrte. Josh McDowell ist ein Gelehrter und Ahmad Dedat war ein Gelehrter. Ich wurde gerufen, da ist Dr. John. Bei der Gummibärchenbande. Gummibär. Die Dauerteams machen wieder Dauer hier. Das ist Gummibärband. Das kannst du keinem erzählen. Ne? Richtige Gummibär. Ich kann nicht mehr, genau, ich auch nicht mehr, Sabrina, ich kann echt nicht mehr. Dr. Scherer, aber mir kommt, sein Rückgrat kommt gleich wieder raus. Wie oft muss ich den Islam noch ruinieren? Wie oft? Reicht das nicht? Selbst eine Schwester hat den Hansi demoliert, guck mal hier. Der Hansi hat gesagt, wo sagt Jesus, dass er für die Sünden der Menschheit sterben würde? Meinte, ich werd Christ. Das ist so ein Lügner und Täuscher. Und dann haben die denen das gezeigt. Und dann auf einmal sagt er, ja, aber doch nicht für Sünde, für alle. Der Hansi ist der Knaller. Ich kann nicht mehr, wer kann diese Leute überhaupt noch ernst nehmen? Das kannst du keinem erzählen. Und dann sagen die, keiner hat Chance gegen die. Bitte, ja, bitte, hilf mir, ich muss ins Kloster, ich halte das hier nicht mehr aus, ey. Ich glaube, ich werde ein Mensch, nennt mich Bruder Amir, nicht Bruder Tag, Bruder Amir. Mit so einem Kartoffelsack komme ich dann zu euch. Und diese Pottfrisur. Ich kann nicht mehr. So lächerlich ist das Ganze schon geworden, ey. Macht er sich über orthodoxe Mönche lustig? Guck mal, da kommt der Erste. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch nur einen Vergleich gezogen. Komm, beruhig dich. Ich beziehe das auf der Bruder Tack. Ich bin ein Bruder Amir. Ich komme dann mit diese komische Kleidung da von altertümlichen Zeiten noch. Und dann werde ich ein richtiger Mönch. Dann lebe ich im Kloster. Mann. Ganz ruhig, sorry. Goran, kein Problem. Gorane! Heide, Deutsche Vamo! Gorane! Heide! Kakusi, Gorane! Danke, Abushinbein, Amirovic ist da für euch, macht euch keine Sorgen. Staradisch, Gorane! Hey, die Deutsche Vamo. Dr. Stefanovic. Adragamoja.
Amen, du strahlst so viel Energie aus. Ja, das ist der Herr Jesus Christus, der uns diese Freude gibt. Ne? Bruder Amir kann Serbisch, wow. Ja, ich bin multitaskingfähig. Der Dr. Scherer, Mohammed ist überall unterwegs. Warte, ich wollte euch das zeigen, wie der Hansi von einer Schwester demoliert wird. Der kommt nicht mehr ins Himmelreich, weil der Allah hat gesagt, wenn ihr von einer Frau widerlegt werdet oder im Krieg auseinandergenommen werdet, dann dürft ihr nicht mal ins Himmelreich reingehen. Warte, ich muss das finden. Das ist so genial. Genial. Warte. Ich glaube, ich habe das auf dem anderen Account. Aha. Wer hat das nochmal auf seinen Kanal hochgeladen? Da, wo der Hamdi so eine Packung bekommt von so einer Christin. Hamdi, Christin. Ich hab mich totgelacht. Sie heißt Deborah, okay. Hamdi Deborah, ne? Warte, gehen wir das mal ein, Deborah. Nee, kommt auch nichts. Wie heißt das denn? Wer hat das denn auf seinem Kanal nochmal hochgeladen? War das anonym oder wer war das? Glückselige Hoffnung. Okay, glückselige Hoffnung. Glückselige Hoffnung hier. Die hat einfach Hamdi auseinandergenommen. Zeig's mir, eine Vers. Jetzt, heute wird's Christ. Wo Jesus sagte, ich werde sterben für eure Sünde. Ich werde. Zeig mir eine Aussage von Jesus, wo er sagt, ich werde sterben für eure Sünde. Guck mal, wie verrückt der Hamdi ist. Und dann sagt er auf einmal, dann werde ich Christ. Guck mal, wie unehrlich der Hamdi ist. Für eure Sünde werde ich sterben. Für eure Sünde werde ich sterben. Zeig mir eine Vers. Matthäus 26, 28. Du willst wissen, wo Jesus gesagt hat, dass er den neuen Bund in seinem Blut gestiftet hat zur Vergebung der Sünden. Und dann wirst du Christ, ehrlich wahr? Dann gratulierst du dir heute Abend. Ich werde sterben für eure Sünde. Ja. Wo Jesus diesen Satz sagt, ich werde sterben. Ja, er kommt direkt Taurin wieder zum Geld. Für eure Sünde werde ich sterben, wie gesagt. Das sind Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von den Schriften haben. Ja, wartet mal bitte, ich finde den Vers. Und dann gratuliere ich dir, Hamdi, dass du heute... gratuliere ich dir, Hamdi. Ich finde diesen Vers, wir müssen schon in den Apokryphen finden. Ich war immer da. Guck mal, da kommt schon wieder dieser... der Möchtegern, der sich aufspielt, dieser Taurin, der zu viel Kamelurin getrunken hat. Das wirst du auch gar nicht in den Apokryphen finden. Ich weiß nicht, wie die sind so verloren, ne? Die sind so lost, genau. Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Das sind Leute, die wollen einfach nur mitreden. Die haben gar kein richtiges Wissen. Das sind Leute, die sich einfach aufspielen und einfach denken, dass sie Ahnung hätten. Das ist so Wahnsinn. Das ist schon im Neuen Testament, das ist ja klar. Ich meine, also einmal sagt hier in Matthäus 20, Vers 28, Jesus, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das sind nicht die Worte Jesu. Das sind nicht die Worte Jesu. Wie kaputt muss man nur sein? Das sind nicht die Worte von Jesu. Die Debatte heißt Was Jesus Christ Crucified? Ahmad Didat gegen Josh McDowell. Guck es dir an, wenn du Englisch verstehst. Nicht verglauben, das sind nicht Worte Jesus. Na, Lösegeld für was, ne? Also jetzt hier. Nein, das ist Jesus Wort. Also haben das ist Matthäus Wort. Nicht Matthäus Wort, habt ihr das gehört? Der denkt, das sind Matthäus seine Worte, nur weil Matthäus die Dinge aufgeschrieben hat über Jesus Christus. Schau dir das mal an. Matthäus 26, hör mal bitte zu. Matthäus 26, Vers 28. Matthäus 26, 28, dort spricht der Herr Jesus Christus selbst. Guck. Er sagt Jesus, okay, Jesus sagt das. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das war's. Okay. Guck mal hier, wie der sich schämt. Guck mal, wie der Hamdi jetzt auseinandergenommen wurde und sich schämt. Okay, also jetzt versucht er das Ganze wieder runterzuspielen und das war nicht so. Guck mal jetzt.
Das Ritual, das Blut und das, das Brot. Ne? Moment, guck mal, wie dumm. Guck mal, wie dumm. Zeig es mir, eine Vers. Jetzt, heute wird es Christ. Wo Jesus sagte, ich werde sterben für eure. Peinlich, peinlich. Ja, das Kontext ist das letzte Abendmahl. Genau, wo der Herr Jesus Christus sagt, ich werde mein Blut geben zur Vergebung der Sünden. Und das wollte der Hamdi ja wissen. Wo sagt Jesus, dass er für die Sünden der Menschen sterben wird? Das ist so heftig. Herr Jesus Christus, bitte habe Gnade an diese Dawa-Propagandisten. Bitte, Herr, öffne du ihre Augen, Herr. Ja, sie sollen nicht verloren gehen, Herr Jesus Christus. Sie sollen nicht verloren gehen. Ja, letzte Abendmahl. Letzte Abendmahl ist für die Sünde. Das ist ja die Stiftung des neuen Bundes. Das ist das neue Bund. Ja, das ist für die Sünde. Nicht für die Sünde. Nicht für die Sünde. Guck mal, was haben die da gesagt? Sie liest ihnen das vor. Guck mal, was haben die da gesagt? Nicht für die Sünde. Nicht für die Sünde. Das kann er gut. Nicht. Vielleicht hat er das davon wegen Netanyahu. Nicht. Das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Ja, das ist aber nicht für die Sünde, das von Adam und von uns. Der ist so Panne, der Typ. Der ist einfach so Panne, der Typ. Ja, aber das ist nicht von Adam bis in unsere heutige Zeit. Guck mal, was der da sagt. Obwohl der Hamdi nur wissen wollte, wo sagt Jesus, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Der ist so am Ende, der Typ, ey. So fix und fertig kann kein Mensch mehr sein wie er. Ich will schlafen! Da hat die Tochter bestimmt so gepackt. Habt ihr das gehört in diesem kurzen Augenblick? Und da hat er so Kraft aufgewendet. Und hat die bestimmt so rausgeschickt. Geh raus. Welche Textstelle? Für die Vergebung der Sünden. Ja, aber nicht für die Sünde. Okay, das ist nicht für die Sünde, das wir getan haben, oder für die Sünde Adam. Das ist nicht das. Das ist der neue Bund in Jesu Blut zur Vergebung der Sünden. Und das ist zum einen, dass wir aus der Linie Adams erlöst werden, weil wir dann in Christus kommen, indem wir mit ihm sterben und auferstehen. Und das andere ist, dass auch unsere persönlichen Sünden auf ihm lagen und wir die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet bekommen, weil nur wer vollkommen ist, kommt auch in den Himmel und schafft dann keine Sünde. Die hat ihm das eindeutig erklärt. Nur ein Vollkommener kommt in den Himmelreich. Wir sind ja alle unvollkommen seit dem Sündenfall von Adam. Wir müssen also einen Weg finden, um wieder in den Himmelreich zu kommen. Und die Bibel sagt uns, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, Adam, und durch einen perfekten Mensch die Sünde aus der Welt getragen werden muss, Jesus Christus. Er repräsentiert den zweiten Adam. Sie kennen sich gar nicht aus in der Tiefe der Bibel. Sie kennen nur Kamelurin und Seite von Bäuchen von Männern küssen. Und PNIS von kleinen Kindern. Und Zunge im Mund von kleinen Kindern. Und Finger in Vulva von kleinen Kindern. Das ist Islam. Aber die Tiefe der Bibel haben sie nie begriffen. Nie. Jetzt wisst ihr, warum ich so glücklich bin über meine Entscheidung für Jesus Christus. Wenn ich solchen Leuten wie Pierre Vogel und diese ganzen Dauerteams höre, wie sie über die Bibel reden. Ich habe nur Gelächter und Schmunzel übrig. Nur Gelächter und Schmunzel übrig. Ist das also eure Verteidigung? Ist das also euer Beweis dafür, dass die Bibel nicht authentisch wäre? Ja, dann viel Spaß im ewigen Feuersee. Die haben aus Gott einen Idioten gemacht. Allah macht 124.000 Mal denselben Fehler. Unglaublich. Er trägt immer auf sein Wort, anderen Menschen trägt er auf sein Wort zu bewahren. 124.000 Mal und sie haben jedes Mal denselben Fehler gemacht. Also Allah hat jedes Mal denselben Fehler gemacht. Nur beim Koran ist es ihm aufgefallen, endlich diesen Fehler zu korrigieren. Habt ihr was Dümmeres als das gesehen? Auf einmal fällt ihm ein, in Sure 15, Vers 9 zu sagen, Inna nahnu anzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Absolut krank. Oh, aber Allah hat gesagt, euch ist aufgetragen, das Buch Allahs zu bewahren. Aber ihr konntet es nicht. Ja, wessen Schuld war das? Allah oder den Menschen? Gott wird sein Wort bewahren, doch nicht Menschen, Mann. Ich hab's zu tun mit absolut Irren. Absolut Irren.
Dr. John, kannst du das bestätigen? Dr. John! Johnny, la gente está muy loca! Danke nochmal, Amir. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ihr seid die Besten, die euch für Jesus Christus entschieden habt. Glaubt mir. Ihr seid die Allerbesten, die euch für Jesus Christus entschieden habt. Die beste Entscheidung deines Lebens. Eures Lebens. Mit Jesus an eurer Seite habt ihr alles, alles richtig gemacht. Ihr habt euch für den Sündlosen, für den Heiligen, für den Gerechten entschieden. Und nicht für jemanden, der, ihr wisst schon, was getan hat. Wie können wir denn einen Sünder zum Vorbild nehmen? Wir brauchen also jemanden, der perfekt ist, auf den wir hochschauen können. Nicht auf jemanden, der noch schlimmer als wir lebt. Ist das also ein Vorbild? Ihr seid nicht nur die beste Oma, sondern auch die geilste. Wallahi, wallahi, ihr seid nicht nur die beste Oma, sondern auch die geilste. Ja, so geil. Das muss man immer zu Ramadan muss man abspielen. Halal SEX im Ramadan. Das Video ist so legendär, ne? Eine Legende. Das wird jedes Jahr abgespielt zu Ramadan. Weil die Muslime ja dementsprechend sehr, sehr schöne Fragen haben. Über SEX im Ramadan. Wir sind die Besten in dieser Dunja, ja, genau. Ja, schade, dass ich hier niemanden reinholen kann. Bestimmt wollten einige noch rein hier. Aber es geht nicht. Mami, was sagst du dazu, dass die alten Saudis das Alter der Frauen erst ab der Menstruation gezählt hat? Ha. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wie lange musst du noch warten? Was meinst du, TC? Ach so, wie lange ich noch warten muss? Ja, keine Ahnung, bis die Dinger freigeschaltet werden. Ich kann hier überhaupt, niemand kann mir so eine Match-Anfrage schicken, niemand kann hier beitreten. Live mit mehreren Gästen freischalten, schließe das Wachstumsprogramm für Live-Creator ab, um diese Funktionen freizuschalten. Details anzeigen, was steht dann hier? Schalte 9 weitere Live-Funktionen frei. Gehe 120 Minuten live, ist erfüllt. Gehe 30 Minuten live, ist erfüllt. Gehe an 3 unterschiedlichen Tagen, ist 2 von 3. Also morgen noch und dann ist das auch frei. 3 Tage muss ich live gehen, an 3 verschiedenen Tagen. Ab morgen, denke ich dann. So ist das, meine Wundervollen. Danke, Simi. Okay, Lieben, ich denke, dann beende ich den Stream. Ich wollte das nochmal klarstellen, da haben wir das auch nochmal schön im YouTube-Video, dass ihr das alles nochmal schön nachgucken könnt, nachschlagen, weil da gibt es ja jemanden, der immer die Sachen hochlädt. Auf seine Plattform, auf YouTube. Da könnt ihr das nochmal gucken. Warte bis 100.000. Okay, dann warten wir bis 100.000. Komm, machen wir noch die 100.000 voll, ihr Lieben. Und dann gehen wir offline. Mal gucken, vielleicht gehe ich dann gleich bei irgendjemandem live. Dann können wir wieder ein bisschen Diskussion führen, okay? Du Lugner, lass mich ausreden. Ja, genau, Sugarmelon. Lass mich ausreden. Dankeschön, ihr Lieben. Guck mal, was für ein starkes Team ihr seid. Danke, Amen. Gottes Segen war heute wieder so schön. Ja, Amen. Gott segne dich, Tina. Gott segne euch alle. Ihr seid wundervoll, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt. Egal, wie viele Fehler ihr... Oh, Gott, nein, Joe war da. Egal, wie viele Fehler ihr begangen habt. Egal, wie was für falsche Entscheidungen ihr in eurem Leben getroffen habt. Die Entscheidung für Jesus Christus ist das Beste, was geht. Geh öfters bei Mensa rein. Ja, ich unterstütze den Bruder. Also, wenn er live geht, gucke ich mal, dass ich auch immer öfters bei ihm live gehe. Und ihm eine größere Reichweite geben. Er macht das sehr gut. Möge Gott ihn segnen. Möge Gott ihm helfen, beistehen. Und ja. Jeder, der Aufklärungsarbeit macht, jeder, der das Wort Gottes verteidigt, natürlich Geschwister, ne, nicht Irrlehrer, ne, muss schon auch unser Bruder oder Schwester sein. Also die Schwestern sowieso, ne, sollen sich ein bisschen zurückhalten. So die Brüder, ne, die das machen. Ansonsten, ja.
waren wir gestern bei Top-Zuschauer dabei. Ja, ich musste ein wenig meinen Bruder unterstützen. Der hat das sehr gut gemacht. Ja. Okay, ihr Wundervollen. Dann sehen wir uns dann eventuell gleich, ne, wenn ich irgendwo dann live bin. Ihr seht das dann. Guckt dann immer in diesen, wie heißt das, wenn ihr auf eure Nachrichten geht, dann seht ihr da oben immer die Leiste, wer live ist. Dann könnt ihr da sehen. Ne? Ich habe das angemacht, damit ihr da seht, dass ich live bin. Das war zu wild, hä? Habt ihr gesehen, als Dr. Scherer bei mir reingekommen ist und alles zerbombt hat? Ich konnte das nicht mehr hören. Mein Bruder, der ist so voll der Liebe und versucht da die ganzen Fragen auch zu beantworten. Und der Typ hat das auch verstanden. Und dann irgendwann mal ist mir der Geduldsfaden geplatzt. Da musste ich rein. Da habe ich dem ganz genau den Spiegel vorgehalten. Und dann war er natürlich, ne, ruhig mit ganz klein. Meine Ohren sind geplatzt. Ja, wenn ich einmal anfange, dann zerplatzt alles. Du hast zersägt gestern. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, nicht mir. Ja, natürlich, irgendwann mal ist doch mal die Geduld am Ende. Wenn jemand die ganze Zeit so schön von jemandem das erklärt bekommt und auf jede verschiedene Art und Weise wieder die gleiche Frage stellt und auf verschiedenste Art und Weise so ausweichen will und so, hör mal, wo leben wir denn? Irgendwann mal ist dann auch gut, irgendwann mal ist das Maß auch erreicht. Das reicht dann, bis hier noch nicht weiter und dann geht's dann richtig zur Sache. Na? Deswegen habe ich ihm nur eine Frage gestellt. Habt ihr das gesehen, wie er Angst hatte? Warum bestraft uns Gott? Hätte er nur darauf geantwortet, auf die anderen Fragen. Ich hätte denen so gezeigt, was der Islam ist. Und dann sagt er, bring mir ein Kriterium, das den Islam ausschließt. Ja, okay, dann antworte mal. Wenn das kein Ausschlusskriterium für den Islam ist, was ist dann ein Ausschlusskriterium? Was ist dann ein Ausschlusskriterium? Wenn du mir sagst, dass das Gerechtigkeit ist von Gott, und wenn du mir sagst, dass das die Religion Gottes ist, dann musst du eindeutig so ein verdorbenes Herz haben, das glaubst du gar nicht. Warum bestraft uns Gott? Natürlich, weil wir sündigen. Ja. Antworte mal weiter auf meine Fragen und dann geht es direkt zur Sache. Frikadellen für alle. Frikos für euch alle. Frico! Ah, Gott segne euch, ihr Lieben. Ich mag das immer, wenn ich live komme, ein bisschen mehr Spaß miteinander haben und auch immer so ein bisschen gucken, was hier so abgeht auf TikTok. Ne? So, der Kanal wächst auch schon heftig, ne? Wir sind, vor ein paar Tagen war das noch bei 3.000. Ich habe den seit vorgestern und jetzt sind wir schon bei fast 6.000 Leuten. Hammer, ne? Sehr gut, ihr Lieben. Ja, danke schön fürs ganze Teilen. Danke fürs Liken. Je mehr ihr liked, desto mehr Leute sehen das, ne? Das ist das Gute. Und, ach so, Live-Sichtbarkeit eingeschränkt. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert und in den Suchergebnissen eingeschränkt, seht ihr? Eigentlich müsste da oben 600, 700 stehen. TikTok hält mich wieder auf. Oder sogar 1000 mit 5000 Abonnenten. Guckt euch das bitte an. Und du bist Papst in der Jacke. Neustart. Nein, ich gehe jetzt raus. Ich gehe dann bei jemand anderen dann rein. Später, so Gott will. Heute haben wir schon den zweiten erreicht, zweiten Livestream, morgen noch den dritten und dann werden die ganzen Sachen freigeschaltet. Okay? Gottes Segen, ihr Wundervollen. Ich hoffe, ihr betet und preist den Herrn jeden Tag und führt eine lebendige Beziehung mit ihm. Ja, dass ihr wirklich ja, nie seine Hand loslässt, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und auch wenn ihr unter Bedrängnis kommt und ja, Probleme habt, lasst niemals los an der Hand des Herrn Jesus Christus. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Bis später oder bis morgen. Gottes Segen. Ciao.